Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Greedfall. Wir gucken hier als erstes rein, ob hier irgendwas ist. Nein. Okay. Und da ist nichts. Oder wohl doch, wir müssen ja nach oben, ne? A bit of poison on my blade. Then let's go! Noch weiter nach oben. Ach, jetzt habe ich hier erstmal die Tür aufgemacht. Okay. Lieutenant Klaus, so you are part of this disgusting plot. Lay down your weapons, Lieutenant. Any resistance is futile. Your troops have been decimated. I will not surrender, Your Excellency. Death is sweeter than the price of treason. If you speak, we will be lenient. You, maybe, but Egon, I doubt it. Farewell. He's poisoned. The plague. I'd have liked to have questioned that traitor. An Egon gerichteter Brief aus Neu-Siren. Egon, unsere Tätigkeit in Neu-Siren musste eingestellt werden, nachdem viele unserer Männer verhaftet oder getötet worden waren. Der verantwortliche Leutnant entschied sich, sich das Leben zu nehmen, anstatt uns zu verraten. Verwalter Manfred sprach mit einem Mitglied der Kongregation, jemand in diplomatischer Funktion, wenn ich mich nicht irre. Diese Person hat es geschafft, die Händler zum Reden zu bringen und unseren Plan zu enthüllen. Was sollen wir jetzt tun? Wir warten auf deine Befehle. Mein Gott. Unvollendeter Brief. Madame Arzu. Ich muss mit Bedauern mitteilen, dass wir die Lieferung der Eingeborenen, die wir versprochen haben, nicht garantieren können. Leider wurde das von uns angeforderte Schiff von den Nauten übernommen, wodurch die Lieferung unterbunden wurde. Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um... Der kam nicht mehr zum Schreiben. An Egon gerichteter Brief aus Hikmet. Egon, wir mussten unseren Einsatz in Hikmet nach der Intervention eines neugierigen Mitglieds der Kongregation abrupt abbrechen. Hauptmann Ludwig wurde verhaftet und Gouverneur Burhan befahl uns, unsere Aktivitäten zu beenden. Wir bedauern es zutiefst, aber wir konnten nichts tun. Ludwig hätte vorsichtiger sein sollen. Wir warten auf deine Befehle. These letters are signed by Egon. We must go to the office of the leader of these criminals. We could study the handwriting to find out who's behind this pseudonym. Da ist noch was. Befehl zur nächtlichen Ausbildung. Alle Rekruten, die diese Nachricht erhalten haben, sich zur nächtlichen Ausbildung des Soldaten Wilhelm einzufinden. Diese Ausbildung ist zwingend, findet euch um 22 Uhr auf dem Waldweg nördlich des Lagers ein. Sollte ein Rekrut nicht an dieser Ausbildung teilnehmen, wird er Gegenstand der nächsten Ausbildung sein. Achso, das war noch von dem damaligen Ding wahrscheinlich. Muss noch einen runter. Oh. It's Sergeant Franz. Poor man. He paid dearly for the help he gave us. He was beaten to death. Quartermaster Herbert ordered him to accompany Lieutenant Alexander to answer Manfred's questions, but he never made it to New Serene. I was sure that the lieutenant was not genuine. He must be involved. Jetzt muss ich wieder nach oben? Was ist das jetzt für ein Kack? Ich suche das Phantomlager. It looks like poison.
Von Aegon verfasste Liste mit Namen. Wir müssen unverzüglich mit allen notwendigen Mitteln die folgenden Personen beseitigen, die unseren Aktivitäten gefährdet haben. Hauptmann Ulrich in Neu-Sirene, De Sadet in Neu-Sirene, Verwalter Manfred in Neu-Sirene, Verwalter Herbert in San Mateos. Der Name von Unteroffizier Franz stand auch auf der Liste, wurde aber durchgestrichen. This document talks about eliminating the witnesses to the case. Manfred and us are definitely on that list. We did a good job, Your Excellency. Aegon will never come back from a hit like this. Certainly. But we know that there are still criminals amongst your troops, including their leader. We know that Lieutenant Alexander is involved in all this. The sergeant's body, and the fact that he didn't tell us about this camp, are telltale signs. Perhaps he will be able to provide us with a lead. Otherwise, we still have these letters. Remember that we are targets. Just like Manfred, we will have to stay alert. You are right. Let's get back to New Serene as soon as possible. You will hand over the evidence to Quartermaster Manfred and assure yourself of his safety. I will go and ask our insolent lieutenant for an explanation. Ach, jetzt muss ich hier wieder. Raus. Funktioniert es, dass wir so vorbeikommen? Wunderbar. Ich musste mich jetzt nicht unbedingt mit ihnen anlegen. Das ging ja jetzt doch noch viel weiter, als ich dachte. Meine Güte, wie lange denn noch? Wollen wir mal zum Manfred gucken, ob er in Sicherheit ist und ihm die Beweise übergeben. Und die Überweise. Your Excellency. I wasn't sure I'd see you alive again. How did you know we were here? Did the captain tell you? He was arrested while coming back here. Lieutenant Alexander said he was finally reported by his accomplices. That lieutenant has some nerve. We know he's involved. We found the body of the sergeant who was to accompany him here. He got rid of him to punish him for helping us, or to stop him from revealing more. We also found this document saying that everyone who knows about the case should be eliminated. You're in danger, and they've already found a way to get rid of the captain. Most of the men who were loyal to him are in jail. I can't do anything without help. I've been trying to get the commander. If anybody can restore order to all of this, she can. Here, take this evidence and show it to her. Alas, there's nothing in there that clearly indicates who Aegon is. The recent actions of Lieutenant Alexander suggest that he's the brains behind this operation. And we only have to compare his handwriting with these letters to be sure. I'm going to join the commander, but you should intervene. I'm afraid he'll get rid of the captain. Nimm den echten Aegon fest. Ja, wo ist der denn? Achso, der ist irgendwo hier unten irgendwo? Oh. Desart, Your Excellency! What a joy to see you again. We finally stopped Aegon. The captain will be happy. Naturally.
And that is why you were surrounded by the men I apprehended. We visited your secret camp and found the body of poor Sergeant Franz, who, in spite of his death, continues to betray you. You are a member of this organization, Lieutenant. And when we compare your handwriting to the letters we have seized, it wouldn't surprise me to discover that Egon is none other than you. We prepared a discreet death for you, worthy of your uncle's court. A little poison. And our troublesome diplomat would have been out of the way. But since you leave us with no choice, finish them. It'll be a real pleasure. Finally, our revenge has come. A bit of poison on my blade. Then let's go! Come on! I'll teach you all the Alle tot. No, no, no! Why did you have to stick your nose in our business? If you had not been so careless, so eager to get rich and climb to the top, maybe we would never have discovered your operations. Surrender, Alexander. Unless you prefer Egon. Let me go! I could make you rich. I doubt that the commander would find that arrangement acceptable. Wretches! I've been waiting to put this pathetic scoundrel in a hole for a long time. May I? Be my guest, Kurt. Your Excellency, Lieutenant Alexander was court-martialed and will soon be executed. You have my gratitude, Your Excellency. Without you, this assassin would have probably strangled me in prison. Manfred gave me all the evidence you gathered and told me about the case. I'm just sorry he didn't tell me about it sooner. My apologies, Commander. But you've been so busy since starting your new position. I never thought the case would be so big. Be that as it may, the high-ranking culprits have been punished, and the foot soldiers will be sent back to the continent. A few months on the front should bring them back to reality. We owe you so much, Your Excellency. Without you, the Guard would probably be nothing more than a band of brigands. I am extremely grateful. I will not forget what you did for us. Don't mention it, Commander. So. Uhala. Ach, jetzt muss ich hier jetzt wieder irgendwie runterkommen, ey. Oh, ich hasse es. Ich hasse es. Oh. Haben wir das auch erledigt. Schön, schön, schön. Ach, guck mal, die Arme hier, die ist hier voll am Putzen. Warte mal, das ist ein zu weit. Na, mein Gott. Obwohl, habe ich noch Zeit? Ich könnte jetzt noch Champion der Arena machen, wenn ich sowieso schon mal hier unten bin. Das ist nicht Champion der Arena, das ist, ich bin irgendwo im Keller. Das ist hier dieses Hurending. Ja, hier. Good day. Interesting. What type of? If you tip. I'll be going now. Later. Ich kann ja einfach reingehen. So, ich müsste nur noch Runde 5 bestehen, glaube ich. Ready to excite the crowd? Perfect. As soon as you're ready. Incredible. Who would ever have believed that our excellence would have risen so high? A bit of poison on my blade. Then let's go! Move away! Things are about to get dicey! Consecrated champions of the arena! A bit of poison on my blade. Then let's go! Come on, if you're dead! Come on. Let's see if you can ward off this fate! Move away! Things are about to get...
Oh, was ist das denn für ein Vieh? Was ist das? Was ist das für ein Vieh? Habe ich das schon mal gesehen? Das ist hier der Dingens! Move away! Things are about to get dicey! Uhala! You can ward off this faint! Take a potion if you want to cast more spells! Move away! Things are about to get dicey! Fantastic! You are now a champion of the arena! I must say that this is the first time I've ever seen such a young team leader win the title. Allow me to give you this. The prize awarded to champions. Thank you. Was ist es? Breitschwert der Verstorbenen. Ha! I need to get going. Huh. A pity. Wir haben ein Breitschwert gekriegt. Jetzt muss ich nur noch gucken. Ich kann es nämlich bestimmt nicht tragen. Ich bitte. Breitschwert des verstorbenen Königs. Zweihand-Klingenwaffen. Oh mein Gott. Beweglichkeit 5. Oh, das ist doch frech. Warte mal. Kurt kann doch Zweihand-Klingen. Zweihandwaffen, ne? Nee. Ach, das ist bestimmt auf mich gebunden. Ach, fuck, man. Okay, na gut. Dann habe ich das jetzt auch gemacht. Dann können wir jetzt eigentlich mit... jetzt können wir uns nochmal eben von den Getränke her ein bisschen eindecken. Weil jetzt kommt ja wieder eine Hauptmission. Von den Getränke her ein bisschen eindecken. Genau. So, wen haben wir denn jetzt hier? Wir haben... Yeah. Oh, it's you on Old Menawi. Genau. Bartirtum. Do you want to see? Kaufen. So, Falle. Magietrank. Okay. Wow, guck mal, was der hier hat. Das gibt mir ja richtig hoch hier. Guck dir das mal an. Der Ring ist jetzt nicht so, aber... Boah, selbst das. Warte mal, 225. 365. Und es ist betäubend. Zornerzeugung, Angriffskosten, Zorn, angewendete Dosis. Magische Schaden. Okay, Obsidian, Säbel. Der Schlange. Einhandwaffe... Eine Hand Klingenwaffe. Ach so. Egal, nehme ich mit, oder? Einhand Klingenwaffe. Okay, für mich wäre 300 hier riesige übel riechende Keule, die nehme ich. Die kaufe ich und rüste ich direkt auch aus. Vasco. Haben wir denn auch hier noch irgendwie was? Das Sadett. So. Guck mal hier. Richtig so. Eine Maske. Oh, Masken. Wie geil. Oh mein Gott. Man kann die nicht richtig sehen, weil die hier... Ah. Weil das hier zu ist. Aber oh, wie geil. Wie hätte ich das vorher gewusst? Das sieht cool aus. Boah. Was für mega geile Masken, ey. Die ist richtig schön eigentlich, aber ich muss eine haben, wo man das Gesicht sehen kann. Also nehme ich die hier. Ey, die ist voll cool. Die muss ich jetzt unbedingt auf und an. Donegat, Krieger, da ist leider nichts, was mir gefällt. Ne.
You will always Guck be mal, wie geil ich aussehe. Oh, mit dieser Maske. Wie geil. Ich sehe gut aus. Kaufen? The best forge. Kann man sich gleich noch was anfertigen lassen? Da kann ich nicht machen. Ach, den habe ich auf A. Ah, scheiße. Hier muss ich mal. Ja gut, das habe ich ja gar nicht mehr an. Das ist auch nicht meins. Okay. One armor that fits you like a glove. Moment. We'll make it for you. So. Ja. Oh, fuck. Okay. So. Und. So. Habe ich etwas Höheres? Nein. Ja, gut. Ich finde die Maske einfach nur cool. Ich weiß nicht. Das ist so. Ausdauer 2. Stahlkampfhandschuhe, ja. Das ist wahrscheinlich auch wieder Ausdauer, ne? Na gut, egal. So. Achso. Nein. Noch nicht, weil. Okay, ich wollte nochmal nach 296, 355, Genauigkeit auf 5. Ach. Mist. Okay. Der hatte jetzt hier, glaube ich, auch keine Tränke. Da müssen wir jetzt mal gucken. Come closer, good people. Und dem können wir jetzt nichts kaufen. Aber dem da unten. Are your boots worn? Welcome! It's such a pleasure to see you again. Have you seen anything to your liking? What might I help you with? Okay. Hier. Großer Magietrank. Großer Heiltrank. Magietrank. Heiltrank. Munition. Schön. Noch eben die Leute hier tauschen. Dafür muss ich jetzt aber wissen. Ach, das ist da hinten, genau. Und ich muss noch meine Attribute noch setzen, also meine Fähigkeiten. Hoffentlich ist die Dingens in Gesprächen aus, sonst muss ich das unbedingt ändern. So, Vasco wird raus und abfragt. Kommt rein. Dann tue ich noch eben hier hochleveln. Hier habe ich einen Punkt. Den gebe ich hier drauf. Upsala. Und hier habe ich ein Attribut. Ich habe aber diesmal kein Talent, aber ich habe ein Attribut. Und das gebe ich auf, versteckt alle Zaubersprüche, hier drauf. So. Jetzt laufe ich hier schon mal hin. Ich muss mal kurz gucken auf Uhr. Wie schaut's aus? 5 Minuten noch. Dann stelle ich mich jetzt nämlich hier hin. Und beende das jetzt schon mal 5 Minuten eher. Weil ich muss auch auf Toilette und, ne?
denke, jetzt geht's gleich zum Ende hin. Dann mal tschüss, bis zum nächsten Mal.